Moin Leute, ich habe heute ein kleines Geschenk für euch und zwar habe ich einen Hintergrund designt. Bam, da ist das schöne Ding. Hier sind quasi die ganzen wichtigsten, also mir wichtigsten Tastenkürzel einmal aufgelistet. Ich habe immer ein bisschen Probleme, mir die zu merken und dann hat man hier so ein bisschen ein kleines Cheat-Sheet, wo man kurz mal nachgucken kann, zum Beispiel hier einfach mit Cutten, dann halt wie man alles umschaltet von den Pattern, dann wie man auch verschieden direkt dann exportiert. Wenn ich zum Beispiel Steuerung R drücke, bam, kommt direkt mein, ja, da seht ihr schon meine... Okay, das soll ich jetzt echt nicht sehen, aber scheiß drauf. Halt Generic, Playlist, Mixer. Ich habe mir da ein bisschen Mühe gegeben, das Wichtigste reinzuschreiben. Ich habe mir auch diese schöne Tastatur hier reingebaut, wo dann ihr quasi eure Tastatur, also wenn ihr mal fragt, hey, wo sind eigentlich die, also wenn ich hier mit meiner Tastatur spiele, welche Töne sind das eigentlich? Dann so ungefähr ist das hier aufgebaut. Haben wir unsere zwei Oktaven hier. Dann haben wir noch verschiedenes Einrassen deaktivieren, bla bla blub. Und jetzt komme ich zu Punkt 2. Und zwar ist das hier ja einerseits noch eine Windows-Version und andererseits habe ich das jetzt für meine Bildschirmmaße angefertigt. Und zwar ist es bei FSUD so, dass es halt nicht unbedingt auch, also wenn ich jetzt 1080p zum Beispiel nehme und 1089, dann würde es ja quasi den Bildschirm direkt ausfüllen, aber so ist das Fenster von FSUD ja nicht gemacht, deswegen muss man es ein bisschen anpassen. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man den Browser hier einmal entfernt, dann seht ihr schon, dass wieder am Ende dann nochmal dupliziert, weil es nicht komplett ausgefüllt wird. Dementsprechend würde ich gerne noch mehrere Versionen davon zur Verfügung stellen. Die werden natürlich auch alle kostenlos, also die sind alle kostenlos sowieso. Ich werde dann einfach einen kompletten Ordner machen mit verschiedenen Versionen. Aber ich bräuchte quasi euer Feedback, ob es bei euch passt, ob es größer sein muss, an den Seiten länger oder oben länger, bla und blub. Und dann würde ich auch noch zeitnah eine Mac-Variante machen. Ich meine, im Moment können das auch Mac-Nutzer benutzen, ganz easy. Ich meine, Alt-Tasten, Steuerung und sowas, das sind halt, also die haben halt klare Partner quasi, bloß bei euch heißen die anders. Eine Tastatur ist ja in der Regel nicht anders aufgebaut. Ja, das ist so das grobe Ding, das könnt ihr euch gerne runterladen, dann habt ihr so ein bisschen Überblick und dann irgendwann, wenn ihr es nicht mehr braucht, dann könnt ihr es auch löschen und irgendwas Schönes machen. Man kann das Ganze ändern, indem man View, Background und dann Set Image Wallpaper. Man kann auch andere Wallpaper machen, aber die interessieren uns jetzt für diese Funktion nicht. Und das ist, ja, das ist das ganze Geschenk. Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Platz. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was hier drauf noch fehlt, was ihr noch sehen möchtet. Also hier kann man noch Sachen verändern. Das ist halt eine Alpha-Version so an sich. Eher noch eine, ja, also schon eine Alpha-Version. Gerne runterladen, gerne ausprobieren. Ich hoffe, es gefällt euch und ciao. We'll be right back.